Die Regierung und alle Gemeinden haben eine Kampagne gegen Vandalismus und Littering unter dem Slogan „Ganz schön cool“ lanciert, mit dem Ziel, gemeinsam gegen diese Art von Sachbeschädigung vorzugehen. Am häufigsten sind sicher Zerstörungen an öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel Bushaltestellen. Was auch sehr häufig ist, leider, sind auf öffentlichen Toiletten, zum Beispiel WC, die kaputt gemacht werden. Aber grundsätzlich auch Spreiereien, weniger vielleicht als in den Städten. Das ist bei uns jetzt nicht so ein Riesenproblem. Es ist mehr Sachbeschädigung, mutwillige Sachbeschädigung oder in Verbindung vielleicht auch mit Alkoholmissbrauch, dass Gegenstände kaputt gemacht werden. Es kann sogar auch Gegenstände sein, die Privatpersonen gehören, die in der Nähe von öffentlichen Zentren wohnen, dass dann Blumentöpfe zerstört werden, dass Fahrräder auf die Straße geworfen werden. Es kommt auch ab und zu vor, dass Fahrräder von Häusern weg gestohlen werden und einfach zum Dorf hinfahren, missbraucht worden und dann irgendwo in eine Hecke geworfen sind. Das ist mir selber in unserer Familie schon mal passiert, dass ein Velo weggekommen ist von einem Kind und einen Tag später im Rathausplatz von dort in einer Hecke, die in das Velo wieder gefunden worden ist. Also das sind so sinnlose, aber leider eben zunehmende Aktivitäten, wo wir möchten mit dieser Kampagne eigentlich bekämpfen. Die Zimmerarbeit war sehr gut. Insofern gut, weil man erkannt hat, dass es von beiden Probleme darstellt, von beiden Teil, Gemeinden und Land. Und man hat sich ziemlich schnell auch gefunden in den finanziellen Ressourcen, die man diesbezüglich zur Verfügung stellt. Und das ist schon ein positiver Aspekt. Also ich glaube, Nachhaltigkeit ist auch notwendig, also dass man dann einfach in den kommenden Jahren auch die einzelne Folgeaktionen dann, unterstützt und das weiterführt, weil es wäre sehr nicht möglich, das innerhalb von einem Jahr schon zu bewerkstelligen, dass eben die Sensibilisierung langfristig stattgefunden hat, sondern das wird ein Prozess über mehrere Jahre sein. Ich möchte es nicht nur auf Jugendliche reduzieren. Jugendliche sind sicher die, die zuerst mal Zündeböcke sind. Jugendliche sind auch die, die am Ende natürlich sich am Abend und in der Nacht in der Öffentlichkeit bewegen und halt auch ihre Jugend geniessen und ihre Freizeit so geniessen, das ist schon in Ordnung. Es gibt aber auch Erwachsene, also das Thema Alkohol ist ja ein Problem, und nicht nur Jugendliche haben, es gibt auch Alkoholmissbrauch durch Erwachsene, und da gibt es so ganz wüste Sachen, die passieren vor Erwachsenen. Also ich möchte jetzt auch nicht nur die Jugendlichen als Bösewicht herstellen, sondern die Erwachsenen sind leider ohne viel besser. Ich glaube, Aufklärung, Sensibilisierung von den Jugendlichen in der Schule im recht frühen Stadium. Also ich denke, dass man ältere Leute oder ältere Jugendliche nicht mehr gross bekehren kann, aber die Nachhaltigkeit entsteht einfach, dass man in der Schule schon bewusst macht, was mit dem Handeln in Bezug auf Littering oder Vandalismus erzeugt wird und was für einen Schaden das da daraus erfolgen kann. Und man hat versucht, mit Schulen zusammen die Arbeit aufzugleisen. Man hat Plakataktionen entwickelt. Man hat versucht, mit Sozialarbeit, mit Jugendtreff, dort in den Orten, wo man die Jugendlichen noch antrifft, dort eine Sensibilisierung zu erreichen. Die Plakataktionen wenden sich aber natürlich nicht nur an Jugendliche, sondern sie wenden sich auch an die Erwachsenen. Man möchte nicht nur Jugendliche, sondern die ganze Bevölkerung sensibilisieren und damit eigentlich auch zeigen, dass die Verursacher nicht nur die Jugendlichen sind, sondern eben aus der ganzen Bevölkerung manchmal, gerade im Zusammenhang mit Alkohol oder anderen Frustrationen, so Sachen passieren. Und ja, darum ist der Weg natürlich jetzt auch an die breite Öffentlichkeit gewählt worden. Kosten insgesamt sind sicher nicht explizit ausgewiesen. Das heisst, man müsste das noch nachholen. Aber ich bin überzeugt, dass es x-Tausende von Franken sind, in die Hunderttausenden von Franken landesweit. Es sind die direkten Folgen darin enthalten, aber es gibt natürlich auch indirekte Folgen, Image-Schaden etc. Und wenn man das will, dann kann man das nachholen, die Kostenermittlung. In der Schweiz geht es in die Millionen. Und also es gibt Zahlen zwischen 150 und 250 Millionen jährlich, und das ist doch nicht ohne. Und wenn wir nur einen Bruchteil dessen hier im Land an Kosten haben, dann rechtfertigt sich sicher, also eine Kampagne zu starten und auch weiterzuführen. Sehr gut aus, es ist nicht eine Riesenseite, es ist sehr einfach, also es ist sehr simpel gestaltet, aber sehr effizient, finde ich, weil man hat ja heute sehr wenig Zeit, jeder Mensch hat so viel um die Ohren immer, aber trotzdem, die wesentlichen Sachen sind auf der Seite drauf, man sieht die Plakate, man kann die Aktionen verfolgen, und was ich ganz speziell finde, man kann auf der Internetseite auch seine Yoga-Monik platzieren, also es gibt eine Möglichkeit, meine Stimme, der Link,
Meinung und da kann man die eigene Meinung zum Ausdruck bringen zu dem Thema. Also insofern ist so eine interaktive Seite und das finde ich immer ganz wichtig, dass man selber etwas machen kann auf einer Internetseite.